Jo, damit hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren DBD-Build-Video. Und zwar geht es heute um das Lebenslinie-Build Myers. Was beinhaltet so ein Leben? Irgendwann erblicken wir alle das Licht der Welt. Lichtgeborener. Was es um 70% schwieriger macht, mich zu blenden, und die Blendung hält nur halb so lang. Was ist etwas, was wir Menschen alle gemeinsam haben? Genau, wir sind alle dem Tod geweiht. Denn jeder von uns muss irgendwann mal sterben. Tod geweiht. Halt einander, ein Überlebender einen anderen Überleben um einen Gesundheitsstatus, ob jetzt oder auf dem Boden liegt, sodass er wieder stehen kann oder dass er halt komplett geheilt ist, ja, kriegt der Heiler den Statuseffekt ahnungslos, sofern er sich mehr als 8 Meter vom geheilten Überlebenden entfernt. Und gleichzeitig schreit derjenige noch auf, sodass ich dann halt weiß, wo er ist. Ja? Wir leben also unser Leben, wir haben Spaß, wir trauern, wir sind wütend, sonst irgendwas. Wir durchleben alles Mögliche, bis irgendwann unser Lebenslicht erlischt, erlöschendes Licht. Wir haben eine Obsession. Die Heilen- und Hakenrettung 33% schneller machen kann als alle anderen Survivor. Ja? Jedes Mal, wenn wir einen Survivor aufhängen, der nicht die Obsession ist, kriegen wir einen Zähler mit dazu. Also so einen Punkt. Und für jeden Punkt oder Zähler, wie ihr es auch immer nennen wollt, gibt es 3% Strafe auf Reparatur, Heilung und Sabotagegeschwindigkeit. Und wenn wir halt so älter werden und wir wissen, dass unser Lebenslicht so langsam erlischt, ja, dann gibt es eins, was wir dann wissen. Niemand entrinnt den Tod. Denn irgendwann werden wir alle sterben. Und was dieses Perk macht, glaube ich, das muss ich nicht erklären. Wir sehen uns dann in der Runde. Jo, dann würde ich sagen, fangen wir mal an, ne? So, ja, machen wir erstmal hier Lucky Lucky. Gehen wir da hinten hin. Also ich muss ganz ehrlich sein, bis auf jetzt hier löschendes Licht oder im Englischen Dying Light, spiele ich eigentlich mit keinem dieser Perks wirklich. Also zumindest nicht oft. Nö, nutze ich eigentlich so gut wie gar nicht. Also Lichtgeborener, keine Ahnung. Ich glaube, das ist jetzt das erste Mal, dass ich Lichtgeborener benutze. Hey Leute, alles fit bei euch? Hi Nancy. Echt nice gemacht. Ja, bleibt nur mal stehen. Dankeschön. Echt nett von dir. Ich habe zwar keinen Plan, was das werden sollte, aber Dankeschön. Das ist echt korrektes Mädel, Nancy. Und dafür töte ich dich als erstes. Dann hast du es wenigstens hinter dir. Ja, du bleibst hier. Ich suche deine Kollegen. Oder Kolleginnen und Kollegen. Wir wollen ja da korrekt bleiben. Ne? Denkst du jetzt, weil du langsamer läufst, könnte ich dich nicht stalken und nicht sehen, oder? IQ von der Raumtemperatur. Welchen Raum ich genau meine, also im Raum. In einer Wohnung in Russland, während es Winter ist, die Heizung ausgefallen ist und diese Wohnung hat nur 2 Wände. Diese Raumtemperatur. Wo komme ich hier verfickt nochmal wieder hoch? Scheiße, ich habe verfickt gesagt. Ich sollte nicht scheiße und verfickt sagen. Ich habe es schon wieder gemacht. Scheiße. Ich weiß echt nicht, warum du da stehen geblieben bist, aber
Okay. So. Tritt nochmal kurz dagegen. Also bis jetzt, also ja, Nancy ist jetzt die erste gestorben, ist deswegen erlöschen das Licht bringt uns nicht mehr viel. Da, aber da schon wieder totgeweiht. Finde ich gar nicht mal so schlecht, das Block, um ehrlich zu sein. Zack, habe ich hier noch mal einen mitgegeben. Klödia! Ritten das da, wenn es fertig ist. Na, no, lauf gegen mich. Beste Taktik ever. Oh. Auf da. Also, Totgewalt hat uns auf jeden Fall bis jetzt schon mal was gebracht. Weil da keiner eine Taschenlampe hat, wird uns nicht geboren, da nicht viel bringen. Darf ich mal da lang? Dankeschön. So kann ich den nicht. Jetzt. Okay, gut. Habt ihr aber auch gesehen, ich stand davor, ich konnte ihn einfach nicht treten. Voll nice. Ich bin jetzt so blöd oder was, ne? Ich weiß, dass Leute in den Schrank reinspringen, damit sie dem Killer dann ihren Entscheidungsschlag verpassen können. Le Detort. Ich war nicht mal wirklich in der Nähe der Palette, aber okay. Wenn du meinst, Clödius. Dann will ich eben kurz mal rein. Dankeschön. Nett von Ihnen. Wieso habe ich jetzt eine neue Obsession? Aber echt jetzt gerade so angehört, als wäre die da reingesprungen, oder? Na, machen wir die eben mal weg. Keiner dran.
Los, komm da raus. Ich meine, ich hätte jetzt einfach da stehen bleiben können und aber das wäre ein bisschen arschig. Ich weiß nicht, was haben Survivor eigentlich mit der Taktik, dass sie in den Killer reinlaufen? Was bringt den Menschen das? Jetzt mal ehrlich. Okay, ich habe eigentlich viel früher geduckt. Aber ist okay, ist okay. Du hast schon gesehen, dass ich nicht mal wirklich in der Nähe war, ne? Also ich weiß nicht, was dir das bringt, wenn du eine Palette schmeißt, wenn der Killer irgendwie 3 Meter von entfernt ist. Ich meine, klar, es gibt Killer, da sollte man das vorher machen, wie zum Beispiel beim Doktor. Wenn er dich schockt, kommst du nachher nicht mehr dazu. Ja, aber ich meine, das ist ein Michael. Rauf da mal dann. Ist da gerade jemand drin? Nope. Da arbeitet auch keiner dran. Lydia, tut mir leid, also du hängst so gesehen zwischen 2 Generatoren. Oh, okay. Dann hau ich dir halt ein paar auf die Fresse. Ich sollte das Stalken viel öfters mit Myers benutzen. Ich verpeil das immer mit dem. Bin einfach den Leuten hinterher und hau den aufs Maul. Leute, gut, wenn ich manchmal mit Mikey verkacke. Ich verpeil das einfach. Ich hatte schon Runden gehabt, da bin ich in die halbe Runde einfach so auf Stufe 1 rumgelaufen. Und denke mir so, warum sind die sehr viel schneller als ich, bis ich dann gecheckt habe, ja, warte mal. Wie wär's, wenn du dich mal hochstalkst? Ich verpeile das jedes Mal mit dem. Boah, Claudia, geh mir doch nicht auf die Eier. Du stirbst jetzt so oder so, also bleib doch einfach stehen, meine Güte. Du bist dort. Comprende? Gesagt, dass du tot bist. Ja. Nö, hat das jetzt eigentlich auch nicht wirklich viel gebracht. Hoch da. Da die jetzt schon ein Tor aufhaben, jetzt mal ganz ehrlich, also oh. Muss da wohl mit Adrenalin hingeflitzt sein und dann muss eigentlich schon längst in der Nähe gewesen sein. Anders geht das nicht. Naja. Wenigstens 2 Stück bekommen mit einem Bild, was ich vorher eigentlich noch nie wirklich gespielt habe. Runde 2. Ich muss ganz ehrlich sagen, so ja, das ist ja so gesehen eine Art Meme-Bild. Ja, also ich finde wirklich, bringt tut das jetzt nicht wirklich was.
Honig sein muss. Also, ja, Nöd kann dir am Ende was bringen. Erlöschen ist nicht, bringt dir während der Runde was. Totgewalt kann vielleicht auch was bringen. Und Lichtgeborener ist eigentlich nur gut, wenn du wirklich halt so eine Lobby, ich sag mal so, eine Lobby hast, wo mindestens zwei Leute mit Taschenlampe rumlaufen. Also. Boah, ich hasse Claudettes. Das ist nicht rassistisch gemeint, aber wie man weiß, ich spiele selber Adam oder sonst irgendwas. Bei erster Sache finde ich, dass eigentlich nur richtige Noobs Claudette spielen. Weißt du, was soll denn der Scheiß für Anti-Teammate? Da ist echt jemand drin. Du dämliches Arschloch. Wie gesagt, ich finde das eigentlich nur Noobs. Die benutzen, es gibt Leute, die ziehen sich extrem auffällig an, weißt du, und können sich trotzdem vom Killer verstecken, die können trotzdem super loopen und sonst irgendwas, ja, und die meisten Claudette-Spieler, ich will nicht sagen, dass alle sind, ja, genau, super Taktik, im Killer reinlaufen. Ich will nicht sagen, dass alle Claudette-Spieler so sind, aber der Großteil, ja, DC, nice. Da drin. Gut. Was habt ihr immer mit in den Killer reinlaufen? Sag mal, seid ihr blöd oder so? Dafür, dass du eine Claudette spielst, stirbst du jetzt. Wie gesagt, das ist nicht rassistisch gemeint oder sonst irgendwas. Ich spiele selber Adam und mein kleiner Bruder spielt auch den Detective Depp. Die finde ich echt in Ordnung und so. Ja. Meine, klar, mit Adam gibt es auch so ein Ausdruck, relativ mal getarnt ist und sonst irgendwie, ja, trotzdem ist das immer noch unauffälliger als jetzt eine Prestige 3 Claudette, also auffälliger als eine Prestige 3 Claudette. Deswegen ist bei mir meistens das so, sobald ich sehe, eine Claudette ist mit dabei, alles klar, Mori wird mit reingepackt. Ein guter Spieler, der braucht das gar nicht. Ja. Der braucht sich nicht total sneaky irgendwo in der Ecke hocken, weißt du, ja, halbe Runde lang einfach so über die Map latschen und sobald der Killer kommt, sich wieder irgendwie verstecken oder so. Wieso hältst du dich direkt vor mir? Was bringt dir das? Ich bin auf Stufe 3, Mädel. Du bist so oder so One-Shot, also meine Fresse. Du hast auch die Suppe der Intelligenz mit Stäbchen gefressen, ne? Und Bill hat auch schon aufgegeben. Ich meine, gut, bei den beiden Claudettes da, Anti-Teammates, die einfach die Seed haben, kann ich es durchaus verstehen. Machen übrigens ziemlich viele Claudettes, immer mal aufgefallen ist. Wenn ich mit ihrer Sneaky-Taktik da durchkomme, dann die ziehen die einfach, ja, und bin ich echt arschig. Ja. Dann hoffe ich mal, es hat euch soweit gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann tut das. Und wenn ihr Bock drauf habt, sieht man sich beim nächsten Mal wieder. Passt auf euch auf. Bleibt gesund. Und haut da rein. Jo, damit und herzlich willkommen zu einem weiteren DBD-Build-Video, und zwar geht es heute um das Tierliebhaber-Build. Es ist so eine Art Meme-Build, sagen wir mal so, weil ich halt die Perks benutze, auf denen halt Tiere abgebildet ist. Das ist einmal schlampiger Schlachter, was es den Survivern sehr viel schwerer macht, sich zu heilen. Bluthund, wodurch ich Blutspuren sehr besser sehen kann. Spiel mit deinem Essen, also wenn ich jetzt, also ich habe eine Obsession, wenn ich mit der, eine Verfolgung starte, die wieder abbreche, kriege ich sowieso einen Token dazu, ja, und maximal 3 Zähler, das heißt bis zu 50% mehr Bewegungsgeschwindigkeit kann ich dazu kriegen, also das heißt pro Zähler ein. Und Spione des Schattens, mit einem Umkreis von 28 Metern um mich herum irgendjemand halt eine Krähe aufschreckt, dann ist das ungefähr so, als würde ein Zen explodieren, also man sieht so eine kleine Explosion und weiß dann alles klar, da ist der hingegangen. Das ist eigentlich ganz gut, wenn man Leute verfolgt.
Das hat uns nämlich mit Einreibeöl erhöht moderat die Aufladegeschwindigkeit von Reinigungen der Bösartigkeit, das heißt das normale Kotzen. Und ansonsten sind wir noch mit. Startet die Prüfung mit einem Brunnen. Nein, nein, nein. Nehmen wir mal hier. Schwarzer Weihrauch, dass wir die Überlebenden sehen, wenn sie kotzen. Die Augen von Überlebenden werden dir für 5 Sekunden angezeigt, wenn sie sich übergeben. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns jetzt gleich in der Runde. Jo, dann würde ich sagen, fangen wir mal an, ne? Ja. Wie gesagt, also das ist jetzt kein ernst gemeintes Bild, das ist eher so ein Meme-Bild, aufgrund dessen, weil halt überall die Tierchen drauf abgebildet sind und so, dachte ich mir, ja, ist vielleicht ganz witzig, vielleicht kann es da funktionieren. Probieren wir es einfach mal aus, ne? Ich habe richtig gesehen, da waren Kratzspuren. Warum? Ich war noch nicht mal in der Nähe. Was bringt dir das? Warum tust du das? Und warum tust du das jetzt? Warum? Warum bist du nicht einfach auf der anderen Seite geblieben? Das wäre viel sicherer für dich gewesen. Hättest du jetzt keine Schlag einstecken müssen? Hä? Ich meine, selbst wenn man ein schlechter Survivor ist, muss man doch wissen, wenn eine Mauer oder irgendetwas zwischen mir und Killer ist, ist das doch besser für mich. Das ist doch eigentlich logisches Denken. Nö. Manche Survivor haben so die Taktik, ich renne einfach mal so in den Killer rein. Schade, ich dachte, du willst die eine Palette da vielleicht auch nochmal droppen. Willst du nicht Drop-Drop machen? Okay. Ich meine, ich stand da an der Ecke, das war... Seht ihr? Beste Taktik, in Killer reinlaufen. Und da unten sehen wir auch. Ne? Ihr habt gesehen, dass das Blut von der Claudette sehr, sehr viel heller war. Aufgrund von Bluthund. Weit, was wird denn das, wenn es ehrlich ist? Ne? Verpiss dich. Willst du meinen Hinterkopf blenden oder was? Seht ihr? Weit ist die Obsession. Wir haben da einen Token für. Mit deinem Essen gekriegt und weil wir jetzt einen geschlagen haben, haben wir einen verloren. Also erstmal da alles vollkotzen. Jetzt wieder ein Token dazu bekommen. Also wir sind jetzt wieder auf 1, das heißt wir sind insgesamt 5% schneller unterwegs. Was man vielleicht auch so ein kleines bisschen sehen kann. Ich hab dich gesehen und ich hab dich gehört. Du hältst mich wohl echt für verblödet, ne? Da. Ich sauber ab und jetzt verpiss dich. So, Dwighty. Danke, dass du mir geholfen hast, das Bild ein bisschen besser zu erklären, weil ohne dich hätte ich die Token nicht bekommen. Voll korrekt von dir. Und ihr seht da unten extrem hell die Blutspuren. Und dadurch, dass ich schlammiger Schlachter mit drin habe, brauchen sie halt auch länger zum Heilen. Ja. Man hat doch gesehen, dass der Weg eigentlich viel zu kurz war und dass man nur einen Slowwalk da machen könnte und... Ach, muss ich jetzt nicht verstehen. Muss ich nicht verstehen. Aber
ich bin ganz ehrlich, also so schlecht finde ich das Bild jetzt gar nicht mehr, obwohl ich das eigentlich nur so soll. Und habt ihr gesehen? Da, Spione der Schatten. Es kam so eine kleine Explosion. Und in dem Kreis war so ein kleiner Rabe. Dadurch wurde dann halt angezeigt, da, Spione der Schatten. Ja. So, deutlich. Danke, dass du mir bei dem Bild hier geholfen hast. Voll nett von dir, aber jetzt musst du dich verpissen. Extra für dich. Hau rein. Nehmen wir besser den hier oben. Ich weiß immer noch nicht, wie ich das nennen soll hier. Also, dass jetzt hier Menstruationskotze ist oder Erdbeererbrochenes. Ja, und da habe ich einen kleinen Fehler gemacht. Bei der Seuche ist es nämlich so, wenn sie ihre Power hat, ja, und dann gestunt wird, entweder durch einen Entscheidungsschlag oder durch halt eine Palette, dann ist es so, dass sie ihre Power automatisch verliert. Da sehen wir wieder Spione der Schatten. Sag mal, was habt ihr, Claudettes, mit euren scheiß Fenstern? Ja, kriegst du eine Schelle. Friss meine Kotze. Und jetzt verpiss dich. Ich weiß nicht, irgendwo finde ich die Seuche ganz witzig. Nur was ich echt ein kleines bisschen nervig an mir finde, ist jetzt, wie ihr hört, dieses Gelabere da im Hintergrund. Dadurch kann es sein, dass ihr eventuell vielleicht mal einen Verletzten, na gut, verletzt vielleicht eventuell nicht, aber vielleicht eventuell mal einen Survivor überhört und dadurch vielleicht mal eine Chance verpasst oder so. Ist halt ein kleines bisschen nervig. Aber ich finde, bis jetzt ist das so eigentlich das einzigst Negative, was ich wirklich über sie sagen kann. Dass du da halt die ganze Zeit vollgetextet, ja, Mooshammer ASMR. Mooshammer ASMR, Schokokaffee, keine Ahnung was. Halt doch mal die Fresse, ich bin am Reden. Wie gesagt, das ist bis jetzt so das einzigste Negative, was ich halt wirklich so über sie sagen kann. Und ansonsten, dafür, dass ich sie vorher eigentlich nie wirklich gespielt habe, muss ich sagen, bin ich jetzt schon so ein kleiner Fan von ihr. Busch, könntest du bitte weg? Dankeschön. Muss man das ankotzen. Was ich bei ihr halt auch geil finde. Du kannst zum Beispiel einen Gen kicken, dann kotzt du drauf und du weißt ganz genau, ja, mit zum Beispiel Papuose Wiesel, Ruinas oder sonst irgendwas und ja gut, bei Ruin muss halt nicht treten und so. Aber wenn du drauf gekotzt hast, die Survivor jetzt nicht unbedingt schon in diesem, ich sag mal, Gotze-Modus sind, ja, dann verraten sie sich dadurch, dass sie halt an diesen Generator dran gehen. Mädel, ich weiß zwar nicht, was das werden sollte, aber ich sag mal, was machst du da in der Ecke? Verstehen muss ich das jetzt nicht, oder? Okay. Ich gehe jetzt erstmal zu den Marken. Und suche mir den anderen Kollegen. Erdbeerbrochenes. Ja, Lokus, so wie halt die Fresse.
Gut, dann würde ich mal sagen, war es das für heute. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr nicht abonniert habt, dann tut das. Und wenn ihr Bock drauf habt, sieht man sich beim nächsten Mal wieder. Passt auf euch auf, bleibt gesund und haut da rein.